Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burger! Einen wunderschönen guten Morgen, Tag 2 auf der Wiesen, der große Trachten- und Schützenumzug. Und neben mir steht sie, endlich. Gestern haben wir uns nicht gefunden, aber heute ist soweit. Guten Morgen, liebe Bräurusel. Grüß dich, servus. Grüß Gott, miteinander. Sag mal, den ersten Tag gut überstanden? Ja, ein bisschen heiß, ein bisschen angeschlagen, weil das Wetter ist nicht so das Schönste, ja, was man sich wünschen kann. Aber passt alles. Wiesen macht alles wieder wett. Gerade haben wir ja ein paar Minuten, wo es jetzt hält, ja, zumindest. Hoffen mal, dass der Umzug später auch jetzt im Trockenen verläuft, oder? Das hoffe ich auch. Ich habe schon ganz schwer nach oben gebetet und habe gesagt, bitte, bitte trocken lassen. Hast der Stoßgewinn nach oben geschickt? Ja, genau. Ich hoffe, es wird erhört. Aber sag mal, wie ist denn das, wenn du auf deinem Ross jetzt dann durch München reitest? Bist du dann geschützt vom Regen? Gibt es da einen Plan B oder wie bist du da vorbereitet? Ich habe einen Regenschirm dabei und eben die Jacke noch, aber das war's. Ich bin halt meistens am Patschnass und stehe dann, wie jedes Jahr, wenn es regnet, im Händelgrill zum Trocknen. Für alle, die jetzt das erste Mal zuschauen, wie lange geht denn so ein Festzug heute? Wie viele Stunden? Jetzt um 10 Uhr geht er los, also so 2, 2,5 Stunden wird es wohl sein. Wir sind aber Gott sei Dank ziemlich weit vorne, also ich muss nicht so lange warten. Ja, Gott sei Dank. Du hast mir ja letztes Jahr verraten, da hast du ja ein kleines Jubiläum gefeiert, oder war es vorletztes Jahr? Das wievielte Mal ist es denn jetzt, dass du mitgehst zur Wiesn? Du, ich bin heuer 24 Jahre bin ich dabei. Und das ist natürlich eine super Sache. Jubiläum hatte ich natürlich mit dem 20-Jährigen. Und ich hoffe, ich mache das 25-Jährige voll Wahnsinn, nächstes Jahr. Hoffen wir es. Und was hat sich verändert in all den Jahren? Gibt es da überhaupt was sich verändert hat? Ja, mein Gott, es hat sich natürlich viel verändert. Die Wiesn ist jünger geworden, auf der einen Seite vom Publikum her. Dann gibt es natürlich die schöne alte Wiesn, die gefällt mir auch recht gut. Aber die Wiesn ist halt immer ein Highlight, egal was sie verändert. Es ist immer schön. Aber jetzt mal unter uns, wenn's sich auf die, also wenn du jetzt auf die Wiesn gehst, Bier oder Wein? Kommt es für dich in Frage oder mischst du da manchmal? Es ist so, während dem Dienst darf ich eigentlich nichts trinken. Das heißt zwar, ich darf einmal da nippen oder was weiß ich, also ganz ohne geht es nicht. Aber ein Maßbier nach meinem Auftritt, beim letzten Auftritt, die muss sein. Die Maßbier, da auf dich freue ich mich. Die Beruhigungsmaß dann quasi, ja, zum Runterkennen. Genau, genau. Und schmeckt ja so gut, das ist ja das. Aber jetzt mal unter uns auch nochmal die nächste Frage. Was machst du eigentlich das ganze Jahr über, wenn jetzt kein Oktoberfest ist? Wenn jetzt kein Oktoberfest ist, dann bin ich ganz normal in der Schule tätig. Gymnasium, Realschule in Altötting, in der Maria-Wart-Schule. Und da bin ich im Personalbereich und das macht auch Spaß. Aber Wiesn ist natürlich mein Highlight. Also ein ganz seriöser Beruf, gell? Ja, ganz brav, mein Gott. Und das auch noch in Altötting. Darum habe ich diesen Heiligenschein, gell? An der Grenze zu Niederbayern, genau. Ja, genau, genau. Was wünschst du dir diesen 2016? Also ich muss wirklich nur eines, friedlich, friedlich, friedlich. Weil was soll es denn, warum lasst man die Menschen in Ruhe feiern, warum muss da immer irgendwas da gemacht werden, ja, oder lauter Verrückte da. Also die sollen sich zurückhalten, sollen sie Schleicher. Wir halten hier Stand in unserer, ja, Stimmung, die ist so gut, ja, da kommt nichts dazwischen. Nein, das hoffe ich doch und ich wünsche euch alle und uns alle eine schöne, friedliche Wiesn und wir sehen uns auf dem Maßbier. Definitiv, das tun wir. Genau. Und was gibt es jetzt zum Schluss für dich als Wiesn-Tipps für alle Mädel und Burm zu Hause? Ein Wiesn-Tipp? Ja. Schön anziehen, ein Dirndl, wenn es geht, Lederhosen natürlich. Ja, immer mit jungen Männern. Jawohl, und nette junge Männer. Nette junge Männer flirten, flirten, jawohl. Flirten und nochmal flirten, gell? Also da habt ihr es gehört, flirten, flirten und schick anziehen. Jawohl. Vielen Dank und eine schöne Wiesn. Wir sehen uns. Ciao. Danke. Servus.